freue mich insbesondere deshalb, weil der Pharma als erster Verband der Veranstaltungswirtschaft sich Gedanken über den akademischen Nachwuchs gemacht hat. Und zwar in der Form, dass der Verband diesen Preis auslobt, der einmal im Jahr vergeben wird. Vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch noch mal darauf hinweisen, dass wir sehr dankbar sind, dass die Branche jetzt nicht nur durch den Preis, sondern insgesamt anerkennt, dass es einen akademischen Nachwuchs geben muss. Also Menschen, die die Geschäfte weiterentwickeln, die sich über Portfolio-Zusammensetzungen Gedanken machen, die kalkulieren, die managen im deutschen Sinne, also die führen und ihre Geschäfte weiterentwickeln. Und da zählt sicherlich die Anna Milich auch mit dazu.